So, hallihallo, hallöchen, meine lieben StarCraft-Freunde. Wir fangen hier mal an mit einem weiteren wundervollen Wings of Liberty Casual Replay. Ich wollte eigentlich gerade richtig krass in HOTS loslegen. Na, erzähle ich erstmal kurz die Geschichte, bevor ich hier auf das Spiel eingehe. Hab nämlich gestern Nacht, vielleicht hat das der ein oder andere von euch ja gesehen, den Stream von Idra ein bisschen verfolgt. Also EG Idra, The Gracken. Und der hat, in der Beta in Hardopsis Form gegen Hasuops gespielt. 50 Minuten, super krasses, geiles Game. Und das Replay habe ich mir besorgt. Und das wollte ich jetzt gerade recasten. Aber die Beta ist down. Man kann sich nicht einloggen. Und ich habe auch schon ein paar andere E-Mails von euch durchforstet und schon ein paar Replays parat gelegt. Aber Hotz geht nicht, deswegen muss ich jetzt hier unfassbarer, mistmäßiger Kram hier Wings of Liberty machen. Das ist aber auch kein Problem. Wir haben hier Niginada. Roter Zerg oben links und der spielt gegen Yo-Yo auf Condemned Ridge ein ZVZ und das in der unfassbaren, unvergleichlichen, einzigartigen Bronzeliga, Leute. Bronzeliga ZVZ Niginada gegen Yo-Yo. Und ja, Content Rich, eine sehr, sehr große Karte. Gibt es nur in der Ladder. Im Cup-Play ist die eigentlich nicht vertreten. Hatte ich ja schon mehrfach erklärt. Die dritte Base ist einfach völlig imbar hier. Riesenluke hier nicht zu stopfen für Terra Protoss gegen den Zerg. Nichts zu machen. Zum Beispiel, ja. Und jetzt hier auf jeden Fall erstmal Niginada unterwegs. Der spielt hier Hedge First. Ah, Overlords haben sich auch schon gesehen. Einen schönen Tag haben sie sich beide, glaube ich, auch schon gewünscht. Genau. Ja, schauen wir mal rein. Machen wir mal weiter. Lassen wir mal laufen. Im Anschluss habe ich übrigens noch zwei Replays dann. Nachdem ich jetzt halt Hotz Replay nicht casten kann, hatte ich mir, wie gesagt, zwei, drei rausgesucht. Jetzt habe ich halt zwei, drei Wings of Liberty Replays nochmal rausgesucht. Habe auch eben nochmal ein bisschen FIFA hochgeladen. Unreal Tournament, wollte ich gerade sagen. Ultimate Team, UT. Unreal Tournament, ja. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Und dann hatte ich ja auch im FIFA-Bot gesagt, ich bin auf der Suche nach einem neuen Schreibtisch und einem Bürostuhl. Bürostuhl habe ich jetzt schon bestellt. Ja, weil ich hatte ja, wie gesagt, jetzt wieder das Geld übrig, was ich von dem Livegamer HD Capture Karten-Scheiß. Ne, da hatte ich mir erst Tablets für geholt, so ein kleines Spielzeug für den Herrn Pink, aber das erste Tablet war nach einer Stunde Schrott, ging nicht mehr an. Das zweite hat einen Displayfehler, das geht auch zurück. Und da die Frau eh gesagt hat, so eine Spielerei brauchst du sowieso nicht. Und es ist eine nette Spielerei, wie gesagt, es macht tierisch Spaß, da abends im Bett noch ein bisschen rumzumachen. Hier streamen, gucken, noch ein bisschen chatten, ein bisschen E-Mail hier, E-Mail da. Aber unterm Strich braucht man es ja eigentlich nicht wirklich. Und deswegen habe ich mir gedacht, holst dir einen neuen Stuhl, denn den brauche ich. Und auch einen neuen Schreibtisch, weil der ist hier nur 90 cm breit und da stehen zwei 22er so halb schräg nebeneinander. Und hier vorne Overlord, nicht wahr? Und hier noch keine Hedge-Staffel. Hier Speed-Upgrade unterwegs von Yo-Yo. Und er ist auch schon so ein bisschen abgenudelt hier über die Jahre. Und jetzt brauche ich mal was Neues. Aber ich meine, so Bürostuhl, ne, das liest man sich ein paar Rezensionen durch. Hat man dann relativ fix. Ich meine, da habe ich jetzt auch ein ganzes Weilchen gesucht. Aber jedenfalls habe ich jetzt einen gefunden. Zeitgleich habe ich aber auch immer so im Wechsel nach einem Schreibtisch gesucht. Ich habe nichts gefunden. Also nichts, was mich anspricht. Ja, er muss halt breit sein, beziehungsweise lang, dass ich halt zwei Monitore drauf kriege, eventuell sogar noch einen dritten 22er. Und dann hätte ich auch gerne einen mit Schublade. Und die muss dann halt auch breit genug sein, dass da eine G19 drauf passt. Nicht so eine normale Standardtastatur, sondern halt eine G19. Und eben auch noch das Mauspad mit Maus. Ich habe jetzt einen gefunden. Oder zwei, so, die sind in der engeren Auswahl, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich den wirklich kaufen soll. Das ist immer so viel Geld. Ich meine, ihr wisst ja, ich habe eine kaum Kohle und dann. Ja, so, das, dann tut man sich dann halt doch immer schwer hier. Ich meine, ja klar, so ein Tablet, ja, das hast du dir gleich gekauft, ja, aber so ein Schreibtisch, ja. Ne? Ja, ihr wisst das vielleicht, aber, ne? Ich weiß auch nicht. Jojo, hier Speedling only. Macht hier Radau, die Hedges auch im Bau. Macht Radau und die Hedges im Bau. Yeah, Spinecrawler Queens. Das sieht schon ein bisschen solider aus hier, was Niginada hier spielt. Ah, drei Queens, Excel läuft. Schöner Worker-Count hier, wie man hier auch schon sieht. 38 gegen 16. Ja, das ist ja mehr als das Doppelte hier auf der Seite von Niginada. Ein paar Linge flutschen jetzt hier aber durch und werden hier mal so ein bisschen, ja, hier die Worker gehen drauf. Ja, oh, die Linge mit dazu, die Queens von hinten. Die eine macht hier den Rücken und ich mach auch nicht mehr mit. Ich hab keinen Bock, wenn du nicht mitmachst, dann geh ich auch wieder weg hier. Keine.
Ist das nicht geil? Die eine verwendet sich ab und dann denken die anderen zwei, nur wenn die alte Ziege nicht mitmacht, dann hauen wir auch nicht mehr drauf. Und ja, er hat jetzt hier ein paar Worker kaputt gekloppt, aber das, unterm Strich macht das gar nichts. Wir sehen es immer noch. Double Supply, Roach Warren, Evo Kammer, alles. Gas, jetzt geht's los hier bei Neginada. Wie sieht's hier unten mittlerweile aus? T2, Speed, Infestation Pit, gar keine Frage. Banding Nest, alles. 16 Worker into alles von Yo-Yo. Jetzt sind noch mal ein paar Linge mit dabei. Die Overlords hier werden verteilt, aber auch hier das Ganze von Yo-Yo. Also das machen sie beide ganz gut für Bronzespieler. Aber halt hier, ja, ihr seht schon die Unterschiede. Er creept hier, hat schön Worker. Ja, ne? Also das sieht hier schon sehr, sehr viel solider aus. Bei Neginada aus der Bronze Ladder. Aber wir vergucken uns erstmal hier unten noch so ein bisschen hier auf den Kollegen Yo-Yo. Hat er nochmal ein paar Worker? Ja, jetzt baut er nochmal welche. Aber hier, Neginada, nochmal 11 Dronten hier mit dazu gebaut. 40-20, immer noch mehr als das Doppelte hier bei Nigi. Neginada hat jetzt hier auch mal ein paar Bandinge. Hier auch gibt's jetzt. Auch hier, so rum. Auch hier gibt's jetzt ein bisschen Creep. Also, so ganz schlecht spielt er hier nicht. Aber Neginada spielt bis hierhin dann doch nochmal ein ordentliches Stück besser, sagen wir es einfach so. Er spielt nicht schlecht, aber er spielt besser. Das ist, glaube ich, die richtige Formulierung hier, meine Lieben. So, die ersten Rotches im Bau T2 hat er noch nicht. Auch die Evo-Kammer noch nicht benutzt, aber das Gas läuft. Hier hat schon 1000 Mins, 300 Gas. Bau doch mal was, Junge. Mach was bitte, Kohlen. Gib's aus. Bau T2, Makro-Hedge hier oder was weiß ich. Hier unten, er hat kaum Obermins, weil er hat ja auch keine Worker. Ja, Infestation Pit ist da, Banding Nest, wie gesagt. Ein 1er Armor Upgrade, hat er schon Speed für Roaches? Nö, hat er nicht. Ah, hier zwei Queens, hier unten eine. Creep Tumor, ein Pimmel, ein paar Banelinge. Oh, spielt so ein bisschen hier vor sich hin, in seiner zergischen Welt. 40 APM, 60 immerhin schon hier bei Neginada. Wir sehen es hier mal, gucken wir mal. Hier auch die Hotkeys, also das hat Potenzial. Also, dass es hier aus der Bronzeliga ist, also das ist schon. Ne? Also wirklich hier, ne? Zweite Evo, T2 kommt jetzt hier, hat jetzt eine Handvoll Roaches gemacht, hat sich jetzt halt erstmal wohl etwas safe gemacht, hat gedacht, hier, da kommt ein bisschen was und so. Ja, aber man sieht halt schon den großen Unterschied, er creept, das Makro ist viel besser, die Hotkeys, hier kaum Makro, kaum Creep, ein Hotkey. Ja, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, und ich würde mich nicht wundern, wenn der jetzt hier schon, also, hier, Silber, Gold, ah, gut, ja, schön Burrow. Und alles in einer Hatch. So ist das gut. So, gucken wir nochmal. 12 Roaches jetzt hier bei Neginada. Der drückt den Roach-Button. Was er jetzt nicht noch besser machen hätte können, finde ich, hier Evo und Roach Warren hier hinbauen. Ja, um die Rampe zu schützen. Ja, wenn jetzt die Linge kommen, die rennen ja einfach durch an den Pimmel. Das stört die gar nicht. Ja, aber wenn aber hier so eine Dings steht, hier so eine Wall aus Depot, aus Roach Warren Evo Kammer, fährt dann hier noch ein, zwei Queens. Dann ist das quasi hier schon safe, dann muss der hier einmal rumlaufen, ja, das ist dann schon, ich meine, andersrum könnte er sagen, ja, vielleicht kommt er ja hier hinten lang, dann stelle ich hier eine Queen und da, und dann ist auch Hydra bauen noch mit dazu. Overseer mit dabei, Roach Speed plus 1 Attack, Drittbase hier für Yo-Yo. Kennt ihr noch Casey und Jojo All My Life? So eine Trief-Heul-Band da aus den 90ern. Irgendwie, glaube ich. So eine Boyband da, die schluchzende Scheiß-Piss-Musik für die Mädels und so. T3-Tech. Ebenfalls auch hier. Burrow. Hier, Tunneling Claws. Under the Earth Moving. Zeug. Ah, creep hier, wie der creept. Guckt euch das mal an. Das ist ja hier fast schon Snoot-Style. Und das ist in der Bronzeliga. Hier, guckt euch das an. Ah, auch er hier mit der nächsten Base. Mars Rotches. Ah, ein Hydralist jetzt noch mit dem Bau. Upgrades, Grooved Spines. Boah, Schluck auf. So, ein paar Overlords. Auch hier jetzt der Creep ein bisschen am ausbreiten tun. Ah, jetzt hat er auch mal 4 Roaches gebaut. Wir gucken uns das Ganze mal so ein bisschen aus seiner Vision an. Macht das. Oh, ich verstorben. Oh. Metamorphosis complete. Ah,
sieht ganz entspannt aus. 80 Supply, 150 Supply. Gucken wir uns das Ganze mal hier aus der Vision jetzt von Niginad an. Gucken wir, der brockt hier. Jetzt baut er gerade mal was. Was baut er denn da Schönes? 10 Hydras. Oh ja. Metamorphosis complete. Oh, der Changeling hier. Oh, Investoren gescoutet. Oh, von jedem so ein bisschen was gebaut hier bei Yo-Yo. Und Spire sehen wir da jetzt noch. T3 hat da hier alles jetzt gescoutet. Hier Baning Nest, alles gesehen. So, jetzt wird wieder irgendwas gebaut. Roaches und Hydras, nämlich. Ja, beide hier mit ein bisschen Kohle auf der hohen Kante. Aber wir sehen es halt auch hier. Wir checken mal das Army-Tab. Ja. 136 zu 34, also 100 Army mehr. Was, wo? Ach, ein Overseer irgendwo. Ach, hier mittendrin, da. Ich glaube, das wird gleich ein schnelles Ende hier, wenn die Kinder da hier einmal rüberruckelt. Aber wie gesagt, er spielt das hier ganz gut runter, muss man sagen. Hier, er hat jetzt gescoutet, er weiß Bescheid, er weiß, der Gegner hat nicht so viel Army. Und, wie gesagt, das, was er hier an Skills gezeigt hat, guckt euch mal diese Armee an hier im Vergleich zu dem da. Ja, okay, da sind nochmal ein paar Linge und hier drei Investoren. Da, ja, ich meine, die helfen ihm jetzt auch, glaube ich, nicht mehr so sehr. Aber was ich jetzt sagen wollte hier, das Makro sieht schon gut aus hier. Ne? Also, die Makro-Skills hier mit den vielen Workern und dem Creep und so. Und warum gehst du eigentlich mit deinen Lingen hier hin? Hat er gedacht, ah. Oh, hier, oh. Werden hier überall einzelne Linge eingebuddelt. Für den Fall der Fälle. Die sehen so niedlich aus. Und dann hier so. Wow. So, mittlerweile ist er schon auf dem Creep vom Gegner angekommen hier. Niginada. Das geht ja auch. Man kann ja auch den Gegner-Creep für den Tumor benutzen. Der breitet sich dann zwar nicht mehr aus, aber man bekommt halt dann da trotzdem die Vision. So, und jetzt, glaube ich, geht's los hier. Riesenarmee hatte Upgrades hier. 1-1, 2-2 unterwegs. Auch jetzt hier die Tunneling Claws. Burrow ist schon durch. Ja, ich glaube, jetzt gibt's einmal ins Gesicht und dann war's das. Oder kann er vielleicht mit seinen Fangels hier? Hat ja immerhin drei Investoren, aber... Jetzt guck mal hier, so ein kleiner Haufen. Ja. Und hier... Oh, sehr gut. Ich sage einen einseitigen Fight voraus. Ah, Greater Spire jetzt noch bei Yo-Yo. Immerhin auch schon 123 Supply jetzt hier am Start. Ja, aber Niginada wird jetzt hier gleich gnadenlos die Rampe hochflitzen. Ich bin gespannt. Gibt es noch einen Fangel? Die Banelinge hier voll frontal rein. Die Queens. Oh ja, Fangel. Die Queens. Keine Transfusion. Nochmal ein Fangel. Ah, das war's. Sogar Move-Shot. Jetzt hier Corruptor schon gebaut, weil er ja hier Greater Spire hier vorne, ne? Rootlords. Guck, ob er noch welche macht. Warum Rootlords, Junge? Ja, 4 Stück. Ja. 4 Rootlords. Aber bis die da sind, hier, guck mal, alles schon wieder Schrott. Die Procs werden noch gesaved. Niginada hier mit dem unfassbaren Play hier. Geil. Rootlords. Ah. Ja, er geht jetzt gegen Angriff. Hier kommen auch die Linge jetzt nochmal ins Spiel. Ja. Aber hier, Niginada reißt alles ab. Aber hier unten nochmal eine Probe. Ja, ich baue mich nochmal neu auf und jetzt reiße ich dich ab hier mit den Lingen. Auch hier mittlerweile Investoren im Bau. Und jetzt hier, Overlord abgeschossen, wo sind die Rootlords? Ja, bringt's nochmal. Ja, ja, ja. Jetzt wird's nochmal spannend. Er hat jetzt hier nochmal 2 Bases gebaut. Hier hinten hat er auch nochmal was. Kohle. Er könnte eigentlich nochmal hier so ein bisschen was bauen, aber er ist zu sehr beschäftigt hier mit seinen Link. Das kann man verstehen. Hat auch hier den Investor gekillt. Und sogar den Spinecrawler. Aber jetzt kommen die Brutlords.
Ah, vierfache Supply, 200 zu 50, aber hier vier Bootlords. Können die nochmal was reißen hier von der Jojo? Jetzt hier unten die Base gescoutet. Vielleicht braucht ihr den Pool neu und die Worker hier werden gerettet. Gerettet? So, jetzt hier Bootlord-Action. Bam! Anti-Air-Gebäude abreißen. Schöne Entscheidung hier von Jojo. Aber kann das reichen? Er zieht hier einfach weiter auf seinem Zerstörungstrip hier, der Niginada. Jetzt kommen die Hüten, ach du Scheiße! Oh, zwei Brutlots und Schrott. Jetzt haut er hier ordentlich einen rein. Hier drüben. Le Hedge, fertig. Und hier, bam! 2-2 Rotches hier, die armen Worker hier von Jojo. You can't win, sagt er. I'm better than you. jetzt hat er hier oben nochmal eine Hedge gebaut. Sogar den Ling extra nicht ausgebuddelt, sondern sich selbst verarscht und dann daneben gebaut. Und jetzt kommen hier wieder die Hydras. Die Korrupter hier, die stehen hier nutzlos rum. Gott sei Dank ist ein Brutlord-Morph. Oh, has left the game. Ah, ist ja auch egal. Niginada gewinnt eindrucksvoll hier gegen Jojo. Ja, auf Content Rich in der Bronzeliga ZVZ. Wie gesagt, massive potenzielle Superskills. Und was sollte ich sagen? Er sieht gut aus, ja, was Niginada hier gesagt hat. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ne? Hier Makro, Creep ist super. Schön Worker gebaut. Hier für ein Bronzeliga-Spiel ist das auf jeden Fall, also Bronzeliga-Spieler ist das auf jeden Fall gut. Ja. Sehr gut sogar. Ja, wenn ihr auch solche geilen Replays habt oder noch abgefuckter als das, schickt sie mir. Adresse steht in der Channel-Beschreibung oder halt hier Facebook, was weiß ich. Ja. Adieu, liebe Freunde, ich mach jetzt noch eins und nachher wieder schön Dschungelcamp gucken. Ja, adieu, tschüss.